Die dunkelste Stunde spielt in den ersten Monaten der Amtszeit von Winston Churchill als Premierminister im Jahr 1940. Mr. Churchill, es ist meine Pflicht, Sie zu ersuchen, das Amt des Premierministers zu übernehmen. Und handelt davon, wie nah Großbritannien einem Friedensschluss mit Nazi-Deutschland kam. Eine enorme Aufgabe liegt vor Ihnen. Ich hoffe nur, es ist noch nicht zu spät. Allein nahm es Churchill mit dem mächtigsten und verrücktesten Tyrannen auf, den die Welt je gesehen hat. Das ganze Gewicht der Welt lastet auf deinen Schultern. Wie es ihm gelang, Großbritannien einen Sinn für Patriotismus, Mut und Stolz einzuflößen, war außergewöhnlich. Am Anfang weiß man nicht, wer die Macht hat und die Entscheidungen trifft. Es ist eine Phase großer Unsicherheit. Ich spreche zu Ihnen das erste Mal als Premierminister. Es geht um Führung. Sieg um jeden Preis. Um Zweifel. Und wie Churchill die Probleme überwand und das Land zum Sieg führte. Wir werden unsere Insel verteidigen, was immer es uns auch kosten möge. Wir werden uns niemals ergeben. Die dunkelste Stunde. Ab 18. Januar im Kino.